Nachdem wir nun alles andere besprochen haben, bleibt jetzt noch zu klären, wie du denn im Allgemeinen spielen solltest, um die maximale Immersion in Ghost Recon Breakpoint zu erleben. Genau das klären wir in diesem Video. Los geht's! Bei mir dreht sich übrigens alles um Ghost Recon. Wenn du davon nichts verpassen willst, lass mir super gerne ein Abo da und drück die Glocke, damit du benachrichtigt wirst, wenn ich ein neues Video hochlade. Wie solltest du nun spielen, um die maximale Immersion zu erleben? Nun, zunächst einmal solltest du den Schwierigkeitsgrad auf den höchsten Schwierigkeitsgrad setzen oder halt den Schwierigkeitsgrad, den du gerade noch so schaffst. In meinem Fall ist das komplett alles auf Anschlag, Schwierigkeit extrem, taktische Schwierigkeit Elite mit der Anpassung, dass ich nur wenige Bandagen habe. Und ja, also, aber nimm du ruhig das, was du gerade noch schaffst. Ich weiß von einigen aus der Community, dass die das Spiel sogar teilweise zu schwer finden und der Spielspaß an sich steht an erster Stelle. Dann solltest du auf jeden Fall das Interface, das HUD, ausschalten. Ich persönlich habe alles deaktiviert, wenn ich privat spiele, im Let's Play nicht, aber wenn ich privat spiele, habe ich alles deaktiviert, außer die Interaktionsshader, also dass die Kisten blinken, die ich, mit denen ich interagieren kann, und die Hinweise, wenn ich irgendetwas aufsammle, was das ist, aber nur in der Light-Variante, dass da nur der Text rechts am Bildschirmrand steht. Denn in echt weiß ich ja auch, was ich aufsammle. Nur im Spiel passiert das oft so im Vorbeigehen quasi und da sieht man nicht unbedingt, was man aufsammelt. Daher möchte ich da gern an der Seite wenigstens lesen können, was ich da jetzt gerade eingesammelt habe. Was eure Ausrüstung angeht, wählt eure Ausrüstung und vor allem die Tarnfarben gemäß dem Einsatzort. Also lauft nicht im Schneegebiet in Dschungelgrün rum oder, keine Ahnung, im Sumpf mit einer komplett weißen Tarnung. Das ergibt halt einfach keinen Sinn. Nachtsicht und Wärmebild solltet ihr nur benutzen, wenn ihr tatsächlich ein Nachtsichtgerät ausgerüstet habt. Also dieses Nachtsichtgerät am Helm befestigt habt. Wenn ihr ein Beret oder einen Hut oder etwas in der Art tragt, dann könnt ihr halt die Nachtsicht und das Wärmebild nicht benutzen. Zu den Waffen, benutzt einfach keine Langwaffen in engen Räumen. Benutzt stattdessen Pistole oder Maschinenpistole, also MP, denn in engen Räumen ist so eine, ja ich sag mal so ein MG halt eigentlich recht unpraktisch. Stattdessen Pistole oder MP oder auch eine Schrotflinte, die geht auch in den meisten Fällen. Zum Gameplay an sich geht da realistisch in Anführungszeichen vor. Also rennt nicht einfach irgendwo kopflos rein, sondern geht mit Bedacht vor, arbeitet euch von Deckung zu Deckung und so weiter. Außer natürlich, wenn ihr euch selbst als Missionsparameter gesetzt habt, dass eure Mission einen Sturmangriff vorsieht. Dann könnt ihr natürlich reinrennen, wie ihr lustig seid. Aber trotzdem mit Sinn und Verstand. Versucht die meiste Zeit verdeckt vorzugehen und versucht dabei nicht entdeckt zu werden. Das Spiel heißt ja Ghost Recon und Recon heißt Aufklärung. Und Aufklärung sieht in der Regel nicht vor, dass ein komplettes Lager niedergemäht und Alarm ausgelöst wird. Rennt auch so nicht kopflos in der Welt rum, sondern immer mit Ziel und Verstand. Ihr geht da ja nicht irgendwohin spazieren, es sei denn, ihr habt euch das als Parameter gesetzt, dass ihr jetzt gerade spazieren geht. Und innerhalb einer Basis versucht auch, wenn ihr ein festes Missionsziel habt, das nicht gerade heißt, tötet alle Gegner in der Basis, versucht dann nicht alle Gegner zu töten, sondern nur diejenigen Gegner töten, die euch auf dem Weg zu eurem Missionsziel im Weg stehen. Und wenn ihr welche getötet habt, dann schafft die Leichen auch weg, wenn sie entdeckt werden könnten. Und dann schleicht ihr euch halt weiter zum Missionsziel. Dabei auch wieder der Hinweis auf den Punkt, verdeckt vorgehen und nicht entdeckt werden. Was das Crafting angeht, früher konnte man tatsächlich nur am Biwak craften, also Items herstellen. Mittlerweile kann man das auch einfach so aus dem Inventar heraus, über den Loadout-Screen unten links auf den Button herstellen, aber macht das nicht. Craftet tatsächlich nur am Biwak. Da habt ihr Ruhe, da könnt ihr eure ganzen Materialien vor euch ausbreiten und in Ruhe Dinge herstellen. So mitten im Einsatz ergibt das einfach keinen Sinn. Vermeidet auch die Schnellreise, aber wenn ihr dann doch mal irgendwo eine Schnellreise machen müsst oder wollt, dann macht das nur von einem Biwak aus. Also immer nur Schnellreisen von Biwak zu Biwak und teleportiert euch nicht einfach mitten aus der Gegnerbase irgendwo anders hin. Wenn ihr Proteine braucht, zum Beispiel, dann jagt die Tiere nicht einfach so im Vorbeigehen. Man trifft ja öfters mal auf so ein Reh oder ein Wildschwein oder sowas. Und wenn es halt gerade da
da ist, dann schießt man halt drauf und sammelt die Proteine ein. Aber macht das nicht, sondern geht stattdessen dediziert auf die Jagd. Rüstet euch vielleicht mit einem schönen Jäger-Outfit aus, schnappt euch ein Jagdgewehr und geht auf die Jagd. Das kann auch mal ganz entspannt sein. Natürlich, ihr könnt dort keine Spuren lesen und keine Lockrufe veranstalten wie in echten Jagdspielen, aber ihr könnt euch dort auch auf die Lauer legen oder Tiere verfolgen. Also tut das einfach mal. Schauen wir uns als vorletzten Punkt mal noch die Taktikkarte an. Theoretisch könnt ihr die Karte überall in der Welt öffnen, auch mitten im Kampf, und das Spiel pausiert dann während der Zeit. Es sei denn, ihr spielt im Koop, dann fallt ihr halt um. Aber macht das nicht, sondern schaut wirklich nur in Deckung außerhalb von Gefahr auf die Karte. Ihr würdet in echt auch nicht, wenn ihr im Feindgebiet seid, dort im Lagerhaus sitzt, dann plötzlich mal einfach mal kurz auf die Karte gucken, wo könnte ich denn noch hingehen. Das macht ihr nicht. Sondern ihr platziert euch irgendwo außerhalb von der Basis, hinter einem Stein oder wo, und schaut dort in Ruhe auf die Karte. Und mit dem letzten Punkt könnt ihr euch unter anderem zum Beispiel die Fraktionsmissionen etwas aufpeppen oder euch auch selbst eigene Missionen erstellen. Und zwar könnt ihr, wenn ihr mit Voice Attack spielt, sogenannte Text-to-Speech-Nachrichten einstellen. Also Nachrichten, die von einer Computerstimme vorgelesen werden. Und dort könnt ihr, wenn ihr die Nachrichten mit einem Semikolon, also einem Strichpunkt, trennt, verschiedene Zufallsantworten einstellen. Also wenn ihr einstellt zum Beispiel Ja, Strichpunkt, Nein, Strichpunkt, vielleicht, dann wird immer, wenn ihr den entsprechenden Command sagt, entweder Ja, Nein oder vielleicht ausgegeben. So könnt ihr zum Beispiel bei einer Fraktionsmission, bei der ihr einen LKW stehlen sollt, etwas sagen wie Ghost Actual, habe Sicht auf den zu stehlenden LKW, bitte um weitere Instruktionen. Und dann kann per Text-to-Speech ausgegeben werden, zum Beispiel, Sie dürfen auf keinen Fall gesehen werden. Oder töten Sie alle Gegner im Nahkampf. Keine Ahnung, ganz egal was euch einfällt, ihr könnt ja alles reinschreiben, was ihr wollt. Und so könnt ihr, wie gesagt, die Fraktionsmissionen etwas aufpeppen oder euch auch ganz eigene Missionen mit Zufallsparametern erstellen. Ich selbst mache das übrigens immer bei den Fraktionsmissionen mittlerweile, weil es einfach ein bisschen zusätzliche Herausforderungen reinbringt, weil die Fraktionsmissionen an sich sowieso relativ einfach und ziemlich kurz sind. Nächste Woche Freitag zeige ich euch übrigens auch ein komplettes Gameplay, in dem ich versuche, so viel wie möglich von den ganzen Punkten, die ich in dieser Videoreihe genannt habe, umzusetzen. Wenn ihr das nicht verpassen wollt, haut mir auf jeden Fall ein Abo rein und drückt die Glocke. Schaut euch bis dahin gerne noch hier links die anderen Videos dieser Reihe an oder rechts meinen neuesten Upload. Viel Spaß dabei. Bis zum nächsten Mal, meine Freunde. Ich freue mich auf euch. Wir sehen uns.